das Eis noch bleibt. Ah, zwei scheiß Packs halt, aber Eis noch bleibt. Na, Wutz. Ob er lebt, der Mob Type. Wie viel Schaden auf mir jetzt stehen bleibt. Die Frage gleich auch. Den Lift. Ich voller Pack. Und Conduit. Die zwei Packs habe ich schon getötet, zwei Packs habe ich hier. Wir sind in der Woods 6, oder? Was pullen, Alter. Und ich habe halt hier ein Red Crawler Pack und ich habe einen Grotesken mit Müttern als Diener. Jetzt nicht mehr drücken, so. Ja, alles gut. Ah, beim Pushen irgendwie so. Und wenn ich abends komme. Kampft. Auch eine Wälze habe ich noch. Ab. Ich werde noch mehr haben und Pulsar dahin. Dass mir nicht der Rest, wenn das zu weit hierher folgt. Ob es mir füllen darf. So, haben wir noch ein Pack. Ja, Schlangen. Das ist die falsche Richtung. Irgendwas Gelbes ist, aber noch irgendwo was hier, diese Krähen als die Naht. Auf jeden Fall jetzt. Okay.
Entweder das steht schon bei den anderen Picks dabei oder ist hier irgendwo am Rand. Ah. Was für ein komischer. Ach mal da, der Laguni. Ah, Leute. Okay, da habe ich doch alle Packs sogar dann. Cool. Der Redcorder und auch der Deske dürfen schon gut angefetzt sein. Ah, okay, der Gutes hat Healing. Nichts wird entgegenlaufen. Ich hasse das immer. Ich hasse es immer. Wenn mir die Packs so entgegenlaufen, dann. Die Hälfte halt der Packs, die mir entgegenläuft. Und dass der Gutes auf jeden Fall stirbt. Ja. Auch schon gut eingefetzt alles. Nochmal einen Trash-Pool machen am Ende. Jetzt Channeling und bis jetzt. Ja, ich hatte irgendeinen Pein am Anfang. Nein, ich hatte gar keinen Pein. Den Shield auf jeden Fall. Mob-Type und ein Gold-Pack. Nochmal dasselbe Gold Pack, lol. Oh, mit Health Drink, cool. Ich habe den einen genau angegriffen, der sich gespielt hat gerade eben. Gleich aus, ja, ich bin gefreezed. Bin zweimal hintereinander instant gefreezed. Super. Shield aus und ich konnte mich irgendwie, keine Ahnung, jetzt gefühlt 10 Sekunden lang nicht bewegen. Super. Weil keine Ahnung halt, welcher noch der von dem einen Pack ist, welcher halt von den anderen ist. Also das eine dürfte fast tot sein, da dürfte jetzt noch einer leben von. Wo ich eigentlich beide killen will. Okay, sein ist tot, ja. Manchmal gehe ich so ultra auf die Fresse und ich weiß nicht warum. Ich habe keinen Plan, warum ich manchmal mega auf die Fresse klicke. Jetzt geht's mir schon alles wieder. Gleich kommen wir an eine Stelle, wo ich mich so auf die Fresse klicke, dass ich sterben bin und mich nicht heile und. Das sehe ich manchmal überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ganz komisch. Das Blaue töten eigentlich an. Dann würde ich gerne durchskippen durch den Scheiß hier. Progress verloren hier. Das Archer Pick. Ich habe noch irgendwo eine schöne Trash Masse. Power, super, jetzt muss ich hier spawnen. Im Shit, wo ich wahrscheinlich nochmal sterben werde.
Ja, aber super. Das wird halt, ich werde da fast meinen gesamten Progress verlieren, sage ich noch, weil ich hier ein paar Mal sterben werde jetzt. Wieso das Gefühl? Ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich am Mob-Type irgendwie, dass ich halt die Ulte auf die Fresse kriege halt. Ganz ein Archer und so. Ich glaube, es wird dann irgendwie auslutschen oder sowas. So, ich habe noch nie einen Bossfight gefightet im Solo mit Nikro. Bossfight gefightet. Also ich habe es halt schon im 2er und 3er und so gefightet. Ich weiß, wie ein Bossfight geht. Aber Solo Toughness technisch auch und sowas. Auch von wegen Stunnen und so wird es halt das erste Mal. Die automatisch die Passive halt machen. Das ist irgendeiner mit Ads. Leiter. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird nach hinten losgehen. Weil Leiter auch nur halb so Arschloch ist wie bei WD, dann geht das nach hinten los. Ich weiß nicht, ob er mich one-shottet halt mit seinen Outlets. Ich weiß immer gerade blöd, dass er genau bei Poison meinen komischen mich genockt hat. Oder früher weghüpfen. Ich hätte aber mehr Schaden, als wenn ich mit BD-Bosse fighte. Ich muss sagen, der Knockback ist, glaube ich, das Mieseste. Dann habe ich damit irgendwie immer einen Poison unterbricht. Hier. Immer in Poison unterbricht er mich damit. Weil der Templar sich auch nicht einfach mal vor mich stellen will und es ablocken will. Guck mal, wie viel Schaden er hat, wenn er Poison kriegen kann, wenn ich mal schießen kann. Und nicht, wenn der Hälfte der Poison erstmal einmal genockt wird. Ist ja nicht mal so, dass mir hier irgendwie viel Schaden macht gerade. Ist einfach nur CC halt. Mich daran hindert, selber Schaden zu machen halt. Nochmal weiter auch noch weg einfach. Selbst wenn wir fast gar keinen Schaden gemacht. Hier sind wir halt auch nicht. Manche Schadenphasen machen irgendwie gar keinen Schaden. Schafft! Hat nicht lange gedauert. Ah, die wichtige Frage. Das ist die wichtigste Frage ist. Ja! Ich war 2 Sekunden schneller als Dave. Wichtigstes über Dave im Leaderboard.